Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Calling weiter. Beim letzten Mal haben wir das Kapitel mit Chio abgeschlossen und sind jetzt wieder mit Makoto unterwegs, der im Krankenhaus gelandet ist. Blöderweise. Blöderweise ist unsere Taschenlampe mal wieder ausgefallen. Ist ja irgendwie ein sehr beliebtes Feature in diesem Spiel, dass ganz gerne mal die Taschenlampe ausfällt, um uns irgendwie in den Wahnsinn zu treiben. Und ja, same procedure as every blub. ja, blöd, Taschenlampe ausgefallen. Okay, dann gucken wir uns mal um, in der Hoffnung, Was? Komisch. Ich dachte, ich hätte was gehört. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Ja, das ist herrlich. Gut. Wir gucken uns ein bisschen um in der Hoffnung, dass wir irgendwo was finden. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Herrlich. Ja, dann gucken wir uns mal um. Ich habe keine Ahnung, wo die Taschenlampe ist. Wir müssen jetzt zwangsläufig hier in jedweden Raum reingehen. So, also das könnte jetzt ein bisschen doof werden, aber vielleicht auch nicht, je nachdem. Ach so. Okay. Haufenweise lustige Fake-Türen. Das wird noch höchst interessant und spannend. So. Behandlungszimmer. Und es kann natürlich jederzeit sein, du kannst im Dunkeln nicht gut sehen, dass hier noch irgendwelche Geister herumspringen, die uns ans Leder wollen oder so. Der olle Chefarzt der Klinik, der Direktor der Klinik vielmehr, der hat ja irgendwie auch so gesagt, dass er ganz stolz auf sein Krankenhaus ist und so weiter und so fort. Und vielleicht hat er ja gar keinen Bock darauf. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Dass wir hier so ein ganz klein bisschen herumschlawinern. Tut mir dann an der Stelle natürlich auch ein bisschen leid für ihn, aber was soll ich machen? Meine großartig andere Wahl haben wir ja leider nicht. Das Handy hat man mitgenommen. Okay. Gut. Interessant. Warum runter in den Keller? Wir konnten bisher nie in den Keller gehen. Und können wir auch immer noch nicht. Hat er da in die Ecke gemacht, oder was? Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Er hat dort irgendwas fallen gelassen und wir können es nicht sehen. Ja, nee. Und das macht ja auch überhaupt nichts. Also warum sollte man da auch einfach so hinfassen und so und das vielleicht mal ertasten und erfühlen, was das denn sein könnte? Nein, das würde ja absolut keinen Sinn ergeben. Gut, okay. Müssen wir uns jetzt merken. Interessant. Da liegt jetzt also was im Keller. Wo können wir denn eine Taschenlampe finden? Mir fällt ja spontan irgendwie... Scheiße. Sadao. Das sieht aus wie ein Krankenzimmer und eine Lampe oder so, die da irgendwo drauf steht. Ein Krankenzimmer. Welches Krankenzimmer? Zimmer 204? Wer weiß, hopps, oder? Das war jetzt nicht unbedingt meine Absicht. In irgendeinem Zimmerchen. Da müsste eine olle Lampe brennen. In irgendeinem Zimmerchen. Der olle Sadao würde uns ja niemals anlügen, oder? Also, davon gehe ich jetzt mal ganz und gar nicht aus. Dementsprechend möchte ich seinen Worten glauben und werde hier hoffentlich ganz bald etwas Schönes finden. Kuroneko, das kleine schwarze Kätzchen. Das kleine schwarze Kätzchen ist natürlich auch so ein Bild, was sich durch das gesamte Spiel so ein bisschen zieht. Ja, der... Wow! Ist gut. Was?
Das ist gerade ein gefährlicher Bereich. Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Wow. Oh, interessant. Mhm. Nein! Nicht so ganz. Du hättest fallen sollen. Nein. Hätte ich nicht. Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Sag doch sowas nicht. Du hättest fallen sollen. Nein. Krankenschwestern. Ich hasse sie. Okay, das fand ich jetzt wieder ein bisschen scary. Ein bisschen. Oh Gott. Ist plötzlich dann jetzt nicht mehr so einfach, ne? Wenn irgendwie so, wieder so Dinge auftauchen, die man eben nicht kennt und so. Ah. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Hier liegt auch was. Heidewitzka. So. Ist hier was? Nee. Hier hinten? Eher nicht. Ich glaube, wir müssen die nächste Etage hoch. Weil wir nur dort den nächsten Krankenzimmer finden, wo sich hoffentlich eine Lampe befindet. Irgendwie fand ich das jetzt doch auf eine gewisse Art und Weise unheimlich. Ah, das ist es. Ja, grausam. Gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum ist sein Insanity Meter so nach oben gesprungen? Hier so nix. Mach dich nicht wuschig, Makoto. Mach dich nicht wuschig. Auf der rechten Seite sind Zimmerchen, die wir untersuchen können. So, aber das waren ja keine klassischen Patientenzimmer hier. Sondern stattdessen, das hier war ja nur die Essensausgabe. Ist hier was runtergefallen? Vielleicht, aber auch nicht. Wenn ja, dann sehe ich es gerade nicht. Gut zu wissen. So. Nächstes Ziel. Der Fernsehraum. Fernseher sind immer gut und beruhigend. Auch wenn es nur ein oller Röhrenfernseher ist. Aber der ist relativ groß. Ja, ja. Was bei Krankenhäusern natürlich nur so ein bisschen blöd ist in so einem Gemeinschaftsraum. Man muss sich das dann... Wer war das? Ich habe es natürlich erkennen können. Gut zu wissen. Ja, man muss sich das Fernsehgerät natürlich mit anderen Leuten teilen. In so einem Gemeinschaftsdingens. Besser ist es da doch, wenn man irgendwie seinen eigenen Fernseher hat. Aber okay. Wer kann sich das schon immer leisten und so, ne? Ich bin immer ganz froh. Was zum Teufel? Ah. Eine beleuchtete Musicbox. Oh, mit einem kleinen Kätzchen. Das ist ja hübsch. Und wunderschöne Batterien. Vielleicht kann ich diese Batterien verwenden. Yay! Er hätte auch die ganze Zeit die komische Musicbox vor sich herschleppen können. Das wäre doch lustig gewesen, oder? Auf eine gewisse Art und Weise. Hätte ich cool gefunden, so als Kerzenersatz. Wenn er das so einfach, aber na gut. Du hast Kyokos Tagebuch 14 erhalten. Nein, sie hat noch weitergeschrieben. So ein Zufall. Reikos Freundin, die sie eigentlich besuchen sollte, ist Rin Kagura, das Mädchen, das nach ihrem Unfall eingeliefert wurde. Ich musste sie einfach anlügen und ihr sagen, dass Reiko aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ich konnte ihr die Wahrheit nicht sagen. Nicht die Wahrheit, also ich konnte, es hat trotzdem Sinn ergeben. Okay. Ja, das wissen wir nun auch.
Schön, dass... Schön, dass Kyoko darüber auch noch Tagebuch geführt hat. Vielleicht hat das ein Patient hier liegen lassen. Ah. Na gut. Will auch so eine Musicbox haben. Finde ich irgendwie cool. Irgendwie. Nebenbei mal speichern. Die Geister hier sind mir ein bisschen zu aktiv. Auch wenn sie im Endeffekt natürlich wieder nichts machen. Was ja, glaube ich, ein kleiner Hauptkritikpunkt von so manch einem von euch ist. Sie sind halt sehr passiv. Das muss man schon so sagen. Von der Friseurin mal abgesehen. Ich frag mich, wie weit das geht. Von der Friseurin mal abgesehen sind die alle sehr passiv, ja. Aber darauf kommt es ja in dem Sinne jetzt hier nicht wirklich an, sondern... Gut, okay, dadurch... Ist halt so eine Sache. Wenn man abgebrühter ist, ne, dann durchschaut man das Spiel relativ schnell. Und dann nimmt man das alles auch, wow, auch alles nicht mehr so für voll. Und dann denkt man sich so, was soll's? Wenn man aber doch einigermaßen empfänglich ist für diese Art von Horror, dann reicht das im Endeffekt schon. Auch wenn die allesamt vielleicht nicht so viel drauf haben, die ollen Geisterchen. So, gut, erinnern wir uns. Was müssen wir jetzt alles einsammeln? Ich glaube, in dieser Etage, also jetzt hier im ersten Obergeschoss, müsste irgendwas sein. Wenn ich mich nicht irre, in welchem Raum war das nochmal? Das war nicht Zimmer 204. Unerforschter Bereich, da waren wir nicht reingegangen? In der Krankenstation lag was. War hier der Raum? Nee. Zimmer 203? Der nächste. Da müsste es sein. Zimmer 202. Hallo? Irgendjemand? Irgendwas? Irgendwo? Nö. Hier wurde nichts deponiert. Also auch nichts Interessantes für mich. Okay, gut. Dann jetzt also schnell hier in das olle Krankenzimmer. Oder Stationszimmer, wie auch immer. Du hast medizinische Kontaktliste erhalten. Notfall-Mobiltelefonliste. Aha. Aiko Tono. Keiko Ishimura. Kyoko Hibino. Hina Hidaka. Hiroko Nishizaka. Das sind die Krankenschwestern, Pfleger, wie auch immer. Sieht wie ein Telefonemann aus, aber ich kann die erste Hälfte nicht entziffern. Dich möchte ich ganz bestimmt nicht anrufen. Dich nicht. Blöd. Ich kann die erste Hälfte nicht entziffern. Ja, das ist scheiße. Ist aber jetzt vielleicht erstmal nur bedingt. Aha. So lässt sich erklären, warum die Tür auf einmal zu war. Und warum Rin dann später nicht mehr reinkam und so. Gut. Ist es vielleicht aber nicht so schlimm. Wir wissen ja noch eine andere Sache, wo wir noch hin müssen, ne? Und das war ja im Keller. Oder beziehungsweise im Zugang zum Keller. Wo der eine Geist etwas deponiert hat. Was vielleicht auf eine gewisse Art und Weise wichtig sein könnte. Ja, fast schon so was Ähnliches wie Gänsehaut. Weil ich hier die ganze Zeit so ein bisschen... Anspannung und so. Ganz schrecklich und schlimm. Ist aber mal wieder eine positive Begleiterscheinung, wenn man bedenkt, dass die letzten beiden Parts natürlich ein bisschen weniger scary waren, aufgrund der Tatsache, dass wir ja alles schon kannten. Du hast Schlüssel erhalten. Was für ein Schlüssel? Schlüssel für die Schublade im Krankenhausdirektorzimmer? Vielleicht? Oder jetzt wohl eher nicht für die
Tür, die wir eben, die die Krankenschwester eben gerade zugemacht hat. Das würde wenig Sinn ergeben für, also denke ich mir so. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Aufmachen. Ah! Du hast Kontaktbuch 1 erhalten. Das sind Hina Hidakas Kontaktinformationen. Sie war eine Krankenschwester, die auf der Nachtschicht zusammenbrach und starb. Hina Hidaka, Telefonnummer blub blub blub, Notfallkontakt Hisao Hidaka, Verwandtschaft Vater. Dieser Name? Kann das sein? Hat das was mit der Telefonnummer zu tun? Du hast Memo des Direktors erhalten. Alle Berichte und Dokumente zu den Todesfällen unter den Krankenhausmitarbeitern und Patienten in den Aktenraum im Keller bringen. Kellerdatenraum. Wie komme ich dorthin? Ha. Was ich mich gerade so frage. Nee, er hat das hier in seinem Notizdingens nicht richtig hinterlegt. Moment. Aber ich glaube, wir können uns die eine Telefonnummer jetzt zusammenbasteln. Sadaos medizinische Hina, oder? Von Hina Hidaka. Kontaktbuch 1. Ja, 997-521-884. 521-884. Gut, dann speichern wir jetzt nochmal kurz. Und dann wählen wir die Telefonnummer an. Und dann werden wir sehen, wo wir landen. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr heute, oder? Nö. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn es dann weitergeht mit Calling. Mal gucken, was der gute Makoto hier im Krankenhaus noch so für Schrecklichkeiten aufdecken wird. Oder so. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder Chill mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.